Hallo Leute und willkommen zurück zu Interstellar Space Genesis. So, noch eine Runde, dann haben wir hier unsere Immigration eingerichtet. Ah, auf unsere Heimatfeld, dann schauen wir uns das mal an. Eine Runde weiter. Und der Hyperantrieb ist fertig. Wir haben jetzt eine Reisegeschwindigkeit von 6 Parsecs pro Runde. Und wir können dann durch schwarze Nebel fliegen und reguläre Nebel verlangsamen uns nicht mehr. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier durchfliegen. Wir wären in einer Runde da. Und vorher war hier, glaube ich, immer bei der Verbindung der Nebel noch ein bisschen im Weg. Oder wo wir es noch besser sehen. Ja. Ja, von einer Runde, ja. Mitten durch den Nebel hier durch. Wahnsinn. So. Jetzt schauen wir mal, wo können wir noch am meisten abfangen? Hier kommt noch mal ein Zerstörer. Da wird noch ein Schiff ge... Moment. Ja, das Raketenschiff, das wird super. Das ist dann ein Raketenschiff der neuesten Generation. Und das wird dann 22 Kampfgeschwindigkeit haben. Und Raketen, die besonders schnell sind und besonders viel Schaden machen. Ein galaktisches Event. Ein komfortables Leben. Okay. Also unsere Bürger, die möchten, dass es ihnen gut geht. Also besonders gut geht. Ah, okay, und das geht halt besonders dann um Planeten-Engineering. Also, dass wir eine möglichst gute Umwelt haben. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Situation ausnutzen, deren Motivation. So, wir haben zwei unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wir würden bekommen plus 25% auf Planeten-Engineering. Und auf Planeten-Engineering Forschung für 20 Runden. Das zweite wäre plus 25% Planeten-Engineering Produktion. Ja gut, dann nehmen wir die Produktion, weil in der Forschung sind wir sowieso schon unschlagbar. Nehmen wir den Effekt jetzt hier schon. Ja, vielleicht mache ich was falsch. Weiß ich nicht. Na gut, okay. Wir machen weiter. Lass uns hier nicht ablenken. So. Was bauen wir als nächstes? EOC 2. Wir könnten ruhig nochmal eine Garnison bauen. Dann hätten wir 2. Und dann auch einen entsprechenden Namen. Dort können wir dann Assault-Schiffe bauen. So. Ja, was erforschen wir als nächstes? Antimateriekraftwerke.
Wir haben zwei Antimaterie-Vorkommen, das heißt, wir würden plus 1 Produktion je Bürger kriegen. Oder die Gravitation. Die Gravitation bereitet uns teilweise Probleme. Ich finde, wir können die Gravitation annehmen, also von gering auf mittel oder die Gravitation verringern. Kampfsensoren. Ja gut, die würde ich ja lieber durch Spionage stehlen dann. Oder durch unser Wunder umsonst kriegen. Weil wir hier einen dicken Malus haben. Ja, Spionage und das Wunder, die machen das schon. Denke ich. Und dann konzentrieren wir uns auf das, was wir selber gut können. Wir schauen einmal. Gravitation. Wie kriegen wir es am besten hier sortiert? Eventuell über die Moral. Dann schauen wir, wo die Leute etwas unzufriedenbar sind. Mittel. Ah. Ganz viele, die eine hohe Gravitation haben. Kein Planet mit einer niedrigen. Das heißt, wir brauchen die Technologie, die die Gravitation verringert. Okay. Und wir haben einmal dunkle Materie. Eine Koloniebasis. Jawohl. So, Strukturlevel. Ganz klassisch. Und Roboterfabrik. Und danach der Weltraumaufzug. Ja, bleiben wir ruhig so. Abgeschlossen. Ja, okay. Die Schiffe, die haben dann sofort ein besseres Erfahrungslevel. Da habe ich auch extra hier notiert. Dann bauen wir hier Kriegsschiffe. Ah, da sind noch Klasse 2 Schilder eingebaut. Ja, auf neuestem Stand. Ja, brauchen wir euch so ein paar Jäger, die so besonders schnell unterwegs sind. So. Energielevel verbessern. Zwei Runden fertig. Wir könnten für die auch noch hier so eine Kuppel bauen. Oder was ist hier sonst noch los? Außenpostenschiff fertig. Dann können wir doch hier. Ach, den Gasgiganten hier haben wir schon. Okay, aber es gibt ja noch andere. Okay, ja, drei Gasgiganten, die mit Helium 3, die noch nicht beansprucht sind. Ich erstmal rein.
Watsche, fertig in... Ja gut, jetzt wenn wir uns so eingestellt haben, geht da natürlich in der Produktion gar nichts. 24 Runden. Ja gut. Noch ein Außenpostenschiff. Wir haben wieder was gestohlen. diesmal nicht gestohlen. Ja, okay, abgekupfert. Ja, dass wir das Öko-Level auf 2 verbessern können. Wenn wir unsere Planeten sortieren. Nach Öko-Level. Und dann... Ja, 3. Haben wir ganz viele 2er und hier haben wir dann 1. Und das wird ja jetzt auch schon gebaut. Hier wird geterraformt, danach kann man rüber switchen. Auch geterraformt. Sieht man da auch schon. Hätte ich gar nicht reingehen müssen. Dann haben wir in 1. Ja, während wir das machen, wächst die Welt halt langsamer. Okay. Ein bisschen buggy. Sagen. Oder man muss eine Runde weiterspielen, dass die Anzeige aktualisiert wird. Ah, gut. Oder ich verstehe da gerade was nicht. Also. Kolonie-Basis errichtet, jawohl. Und ja, wir warten darauf, dass wir unsere Spezialfähigkeit nochmal einsetzen können. Damit wir dann wieder 3 Antimaterie haben. Schauen wir hier los. Okay. Können wir hier noch was jagen? Ja, du. Hier, die fliegen direkt zu uns. Habt ihr mittlerweile ein Einsehen? Okay. Ja gut, dann müssen wir da ein paar Marines hinschicken. Ob vorher... erschien das einfach nicht. So. Eben 2, 3 Befehle einreihen. Und den Rest lassen wir dann automatisch ausfechten. Ja, jetzt haben wir schnell genug. Haben beide erwischt. So, Level up. Kolonieanführer. Der ist bei York, da wo wir jetzt mittlerweile 4 Planeten haben. Ja, nochmal mehr Produktion oder mehr Forschung? Mehr Produktion. So. Planeten-Engineering brauchen wir nicht. In dem System. Oh, nochmal mehr Wissenschaft ist okay. Mehr Planeten-Engineering. So, ja, und hier ist jetzt so ein
Jäger fertig geworden. Und der ist direkt auf Level 3, weil wir dort 3 Infrastrukturlevel investiert haben. Also bekommt er plus 45% auf Angriff und auf Verteidigung. Wunderbar. So. Okay, eigentlich selbstständig solche Gatten jagen, oder? Der geht hier mit den beiden zusammen auf die Jagd. Gehen wir den erstmal rüber. Weil sind wir mittlerweile so schnell, dass wir hier in einer Runde hinkommen. Dann können wir auch hier mit vereinten Kräften angreifen. So. Und hier ist das Öko-Level gestiegen. Von 0 auf 1. Ah, das heißt, wir kriegen 10% auf Moral und auf Wachstum. Und da wir den entsprechenden Kulturtrade haben, nochmal plus 5%. Und wir können das ganze Spielchen jetzt nochmal machen. So. Und hier holen wir uns den Gasgiganten. Ein Helium 3. So. Mehr Produktion. Und eine Garnison wurde fertiggestellt. So, jetzt können wir Assault-Schiffe bauen. Da. Ein Zerstörer. Und da ist jetzt unser... Hey. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also auf die Optik. Hier. Da. Einen Unterschied zu bemerken. Und jetzt nochmal beschleunigen. Überladen die Antriebe. Upp. Hallo. Automatisch. Ja. Hey, Shanks. Für ihn. Oh. Das ist doch eine dunkle Materie. Ja, unsere Teleskope, die habe ich ja automatisiert. Da kriegen wir jetzt einfach ab und zu mal Informationen. Und Diplomatie. Ah, okay, da müssen wir noch ein bisschen voranschreiten, um noch weiter, noch bessere diplomatische Beziehungen zu bekommen. Da haben wir plus 5, hier hatten wir nur plus 4, also bei plus 5 versuchen wir es nochmal. Nein. Hier sind wir bei plus 8. Ein Wissenschaftsabkommen. Den Menschen. Kostet uns am Anfang Credits und später kriegen wir dann noch mehr Wissenschaft. Und ah, okay, es wird geschaut, welches der beiden Imperien ist wissenschaftlich schwächer. Und davon geht, kann man dann 25% an Wissenschaft bekommen. Also es ist nicht so, dass der wissenschaftlich Unterlegene mehr profitiert dadurch. Jawohl, und jetzt können wir Technologien tauschen.
Die würden uns geben. Holodeck. Damit Anführer noch mehr, noch schneller Erfahrung bekommen. Und wir können fragen, ob sie uns noch was anderes geben. Eisplanetenkolonisierung. Okay. Okay, hier könnten wir dann nochmal unsere Moral steigern um 15%. Das könnte auch interessant sein auf unserer Heimatwelt. Oder generell auf produktionsstarken Planeten. Schauen wir uns gleich nochmal an. Antimine haben wir gar nicht. Plus 2 Produktion je Bürger. Okay. Nehmen wir das ruhig mal so an. Ich denke, 3 Technologien kann man tauschen, danach ist alles, ist es vorbei. Und das hier würde bedeuten, bessere Verteidigung. Naja. Okay. Ah, die Menschen haben ein schweres Leben, ja. Menschen sind hier, also sind frontmäßig genauso stark wie wir. Aber sind halt im Krieg mit den gegen die Dragoel, das ist schon problematisch. Ja, und technologisch stümpeln sie halt hier unten rum. Okay. Achso, das kam nicht durch den Teleskop. Das kam dadurch, dass wir vor allem beobachtet haben. Aber das wäre auch in unserer Reichweite. Also mit einem Supportschiff könnte man da auch hinfliegen. Oder mit einem Außenpostenschiff, nicht mit einem Supportschiff. Was wollte ich jetzt nochmal nachschauen? Mit der Moral, genau. Und dann bei den Planeten, die Supportschiffe haben, ob das auch synergiert. Ich glaube nämlich nicht. Genau, unten wird die Moral nicht mehr angerechnet. Also Moral ist wichtig, wenn man oben hohe Werte hat. Also jetzt hier plus 111,8 durch die Moral. Ist halt schon mal was. Aber wenn man dort schon die Supportschiffe hat, dann ist das verhältnismäßig halt gering. Und hier Heimatwelt. Da kriegen wir jetzt schon 504 Produktion durch die Moral. Ja, da würde es sich natürlich dann besonders bemerkbar machen. Ach, auf Immigration bin ich ja schon eingegangen? Ich glaube nicht. Jetzt sehen wir nämlich hier, dass wir 164,96 durch Immigration kriegen. Und von unserem eigenen Planeten halt nur 40. Also viel mehr durch die Migration als durch das eigene Wachstum. So.
Die Dragul? Die hatten ein Event und haben sich dafür entschlossen, Reichtum nicht zu teilen. Und die Dragul haben 3000 Credits bekommen. Einfach nur für sich eingesteckt. Na gut. So. Das sieht soweit gut aus. Nächste Runde. Gegen 1 Zerstörer und 2 Fregatten. Der ist ein bisschen stärker hier hinten. Aber der ist noch weiter weg. Also. Einmal so. Einmal so. Und der Rest geht dann auf den Hinteren, falls sie sich nicht zurückziehen. Ah, hier noch einmal manuell. Und dann Auto-Combat. Ah, ein ganz bisschen hat gefehlt. Okay, gut. 2 Fregatten bekommen, den einen Zerstörer nicht. Und das ist dann das zweite System und da haben wir unseren Spezialisten dabei. Ja. So. Dann ein Upgrade eines Anführers. Ja, er wollte einen Kreuzer kommandieren und hatte auch schon. Und wir geben ihm dann nochmal einen Kommandopunkt, damit er mehr Erfahrung sammelt. Besser Verteidigungstechnologien erforschen oder noch mal mehr für den Handel. Herrliche Verteidigungstechnologien. Infrastrukturlevel. Ja, hier ist jetzt diese Krankenstation. Mehr Moral. Da haben wir die Minen mit plus 2 Produktion, ihr Bürger. Darf ich mal die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Gebäude gebaut werden? Hier haben wir jetzt schon 9 Produktionen, ihr Bürger. Und durch die Moral kommen 75% drauf. Wenn wir die Moral steigern um 15%. Aber wir sind jetzt praktisch bei 175%. 100% hat man eh als Basis, kommen 75% dazu. Dann steigen wir 175% auf 190. Also ungefähr 10%, die wir dann dazu bekommen würden bei der Produktion. Ohne die Werte, die unten angegeben werden. Also ungefähr 14 Produktionen würden dazu kommen. Wenn wir den oberen Wert steigern, um 2. Kriegen wir halt deutlich mehr, zumindest was Produktion anbelangt. Aber die Moral erhöht ja auch Forschung, Einkommen und Kultur.
Ja, gut. Hau das ruhig mal. So, und da haben wir jetzt unser erstes Assault-Schiff fertig. Ein Eisfeld. Ja gut, mir würde auch reichen, wenn sie kapitulieren und uns als souverän akzeptieren. Wir fingen mal mit dem Assault-Schiff Robber und werden dort eine Belagerung starten. Und wie lange dauert das, bis sie da sind? Eine Runde, jawohl. Okay, und es werden weitere Assault-Schiffe gebaut. Ja, können wir auch nochmal ein Assault-Schiff in Bau geben. Oder drei. Da machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Achso, Leute. Bye, bye.